Die Garde du Corps war die Pflanzstätte der preußischen Kavallerie. Alle Versuche, die der König mit seiner Reiterei machen wollte, geschahen hier. Geschaffen, so schuf er die Kavallerie. Und da er den Vater zu übertrumpfen gedachte, waren seine Anforderungen maßlos hart. Wir verloren in einem Friedensjahr mehr Menschen und Pferde als im ganzen vorigen Krieg. Kaiserin Maria Theresia die Provinz Schlesien abgejagt. Alle Welt war sich klar, dass Österreich bei nächster Gelegenheit versuchen würde, dem König die Beute wieder abzunehmen. Und wir sollten in diesem Kampf sein Degen sein. Eins, zwei, drei und vier. Eins, zwei, drei und vier. Halt! Abteilung, kehrt! Marsch! Abteilung, halt! Positionen! Unter der Anleitung hervorragender Lehrer wurden wir in allen Fächern der militärischen und wissenschaftlichen Bildung geschult. Taktik und Strategie gehörten ebenso zu unserem Pensum wie ballistische Mathematik, technisches Zeichnen und Pionierkunst. So gut wie Fechten und Schießen. Schneller laden! Los, 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 beeilt euch! Fertig! Erstes Glied! Zieht! Schlagt an! Feuer! Wetzer! Rotenitz! Na! Pöllnitz nichts, Retzau nichts, Rotowski 1, von der Tränk 2. Zweites Glied, laden! Warum träumen Sie, Kadett Tränk? Ich bin fertig, Herr Rittmeister. Mit allem? Ich habe die Leibnizsche Integralgleichung angewendet. Man stellt die Bogenlänge dar durch die Funktion y ist gleich f in Klammer x, also Integral Quadratwurzel aus. Zum Teufel, was ist das für eine Rechenmethode? Sie ist elegant und macht Spaß. Und man spart viel Zeit dabei. Dann nutzen Sie schnellstens die ersparte Zeit. Melden Sie sich bei Leutnant von Rochow zum Infanterieexerzieren. Weggetrieben! Jawohl! Feuer! Gewehr ab! Laden! Zweites Glied, macht euch fertig! Marsch! Halt! Am 15. August 1744 fielen unsere Truppen in Sachsen ein und drangen ungehindert in beinahe exerziermäßiger Ordnung und mit klingendem Spiel gegen Böhmen vor. Der zweite Waffengang um den Besitz Schlesiens zwischen König Friedrich und Maria Theresia begann. Thank you.
Angriff bleibt stecken. Wir kommen nicht voran. Aber die österreichische Flügelbatterie, Herr General. Muss genommen werden. Das ist so unmöglich. Das ist ein Befehl des Königs, junger Mann. Ja. Ohne eigene Artillerie geht es nicht. Russland, ruhig. Ein Sturmangriff auf die Geschützstellung ist sinnlos. Der Befehl des Königs lautet, bis 9 Uhr die Stellung zu nehmen. Zu Befehl, Exzellenz, bis 9 Uhr Stellung nehmen. Laufen und während sie laden, in ihre Stellung einbrechen. Sonst haben wir keine Chance. 60! Feuer! Feuer! Los! Beeilt euch! Warten! Schneller! Schneller! Die Hosen voll! Dort fragen? Immer! Im Namen des Königs, seine Majestät ernennt sie wegen besonderer Tapferkeit zum Leutnant. Außerdem wird Leutnant von der Trenk zum persönlichen Dienst bei seiner Majestät kommandiert. Ich gratuliere, Trenk. Danke, Herr General.